Guck mal, es ist schon fast wieder Nacht. Jetzt ist Nacht. Flammenden Faust. Wir speichern aber vor. Oh, du rennst einfach vor den. Ja, okay. Das ist so geil. Der ist einfach. Du bist einfach vor dem weggelaufen. Hatte ich gar nicht eingeholt. Ich stehe in der flammenden Faust. Bis dahin bist du schon am anderen Stadtende wieder am Schlafen. Hehehe, das ist einfach illegal. Ja, ich will auch. Du hast mich ausgesperrt. So, ich gehe da mal rum. Ich hab einen Sperr gefunden. Also ich weiß nicht genau, wo ich. Hast du schon alle Truhen geöffnet gekriegt oder muss ich noch irgendwas aufschließen? Ein paar habe ich jetzt schon nicht geöffnet bekommen. Wo sind die denn? Das sind die oberen zwei hier. Ja, ich hol die mir mal. Die oberen zwei? Ich sehe gerade nur eine. Wo ist denn die zweite? Hier ist eine. Boah, Leute, ihr kotzt mich ja dermaßen an, dass ihr Emon immer zustellt, ne? Du bist so schnell, ich sehe das gar nicht mehr. So, Schlösseröffnung gelungen. Da ist nämlich das Bastardschild und die 7 Speere drinne. Oh, oh, was? Oh, das. Sollen wir die nicht einfach bestechen? Ach, keine Ahnung. Ja, klar, warum nicht? Gib den 200, dann klappt das. Ups. Beleidigt uns nicht mit Bestechungsgeld. Haben wir nicht irgendwie mehr? Ging nicht mehr. Ich bin das Gesetz. Ja gut, war scheiße gelaufen, ist meine Lade. Seit wann kommt denn dann die flammende Faust? Hä? Seit wann kommt denn die flammende Weil Faust Weil uns irgendjemand bemerkt hat. Wir sind doch nicht so die Meister, die mit 6 Leuten in so einer Bar, Schmiede, whatever. Ja, dann gehen halt nur du und ich rein. Oh, hab ich ja bei dir gerade im Hintergrund Krankenwagen gehört. Ja. Bei mir ist immer viel was los, du. Also Knackersiedlung, den Tag kratzt er ab. So, warte, ich hol mal Emon. Soll ich dir sagen, wer uns mal bemerkt, ist bestimmt der Minx. Ist der Minx da drin? Was ein Pennerkind, ey, dann bringen wir den einfach um. Ja, jetzt machen wir hier die Tür, jetzt machen wir die Schlösser auf, danach bringen wir den um. So, hast du schon alles bis auf die beiden Truhen? Jupp. Die da oben links geht auf, ja? So, mach mal, du musst das rausholen, ich glaube, das reicht nicht im Inventarplatz, nur bei ihm mauen. Haben wir hier noch irgendwas? Diverse Bastardschwerter und so ein Scheiß. Nee, ich meine noch irgendeine Truhe, die ich nur. Nee, muss man ein paar Sachen einladen, das ist ein bisschen viel für mich. Ja, ich komme jetzt mit Tonus Maronus, glaube ich, dazu, der das leeres Inventar. Obwohl der Kai hat auch ein leeres Inventar. Ist ja so unglaublich illegal. Ein komplett leeres Inventar. So, wo sind die Sachen, die noch fehlen? Die sind voll krass drauf, Mann. So, die Speere hast du alle? Jupp. Die bringen eh nichts, bringen eh nichts. Ja, egal. So, das war's. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ja, dann ruhen wir uns wieder so lange aus, bis wieder Tag wird und dann passt das. Ja, und dann verkaufen wir das. Ja, war das lustig. Man, das hat ja richtig Spaß gemacht jetzt. Das machen wir einfach viel zu selten. Das ist so geil, dass die Tür noch offen steht, ne? Wir sind die besten Einbrecher überhaupt. Guck mal, das ist derselbe von gerade eben. Der ist ja rausgekommen. Wir haben schon die Mitte der Nacht, also was soll's. Oh, komm schon, jetzt ist Nacht schon fast vorbei. Los, aufstehen, ihr Faulchen. Das nächste Mal kriegen wir schon eine Anzeige. Nö. Scheiß was drauf. So, und jetzt verkaufen wir den Donnerhammer sein eigenes Zeug. Hilfe, ich will rein. Nee, Andro, du bist zu fett, mein Zwerg kann sich nicht bewegen. So. Der will nicht mit ihm reden. Mit mir schon. Ja, ist aber uncool, ich hab die Waffen. Ja, dann gibst du mir die einfach gleich. Ich hab nämlich jede Menge Speere und Kurzschwerter, Alter. Aha, 56 GM bringe ich dieser Gruppe ein. Ne, 58. Und Emon bringt auch nochmal Geld rein. Die bringt. Hast du eigentlich Emon eben ein paar Pfeile gekauft? Nee. Mach ich jetzt. Warte mal.
haben wir denn eigentlich alles Geiles verkauft? Das müssen wir mal überlegen. Bastardstern plus 1, Morgenstern plus 1, Spinnenflug, Plattenpanzer plus 1 hat der jetzt. Robe des Reisenden haben wir dem verkauft. Was ist für eine Rüstungsklasse? Ah, der hat Rüstungsklasse 2. Da ist ja sogar der Ankeck-Panzer besser. Ja. Magische Feuerschutzrobe, Kettenhemd plus 2 hat er von uns bekommen. Jede Menge scheiß Steine, mit denen er eigentlich nichts anfangen kann. Hier. Jetzt kannst du mich nicht daran hindern, eine Tatsche für Imon zu kaufen. Ich kann nicht mit dem reden. Was ist das für ein Scheiß? Ups. Was kann der mir alles anbieten? Was hat er gerade gesagt? Na, es ist vorbei. Warte mal. Ich weiß, ich sage jetzt in letzter Zeit sehr oft warte mal, aber ich habe dazu auch einen guten Grund. Was machst du? Ich mache Platz in meinem Inventar, damit ich jetzt Pfeile besorgen kann. Ich verkaufe jetzt, glaube ich, ein bisschen von den Specials, die wir hier haben. Die brauchen wir nämlich gar nicht alle. Was für Specials? So, Special-Pfeile meine ich. So, und zwar kommen die Bolzen plus 1. Ah, die will er gar nicht, toll. Verkaufen wir einmal Feuerpfeile. Die 8 Eispfeile können raus. Die 10 Pfeile plus 1 können noch raus. Feuerpfeile habe ich nur 20 Stück, ich wollte schon sagen. Ne, nochmal. So. Datsche, Eispfeile 20, Feuerpfeile 20, Pfeile plus 1 haben wir 60. Können auch nochmal welche von weg. Und dann kaufe ich jetzt noch normale Pfeile. Komm, beeil dich mal, Matthias. Was hast du denn da vor? Willst du noch die Robe kaufen heute und dann auch noch eine Pause machen? Und dann ich will meine Sachen verkaufen. Ich glaube, dafür müssen wir speichern und nochmal neu laden. Oder hast du mir schon alle Sachen weggenommen? Soll ich das mal vielleicht machen? Das ist ja viel einfacher so. So, dann gibt die Mone erstmal jetzt Pfeilchen. Brauchen wir Bolzen plus 1? Brauchen wir nicht eigentlich, ne? Brauchen wir eigentlich sowas von gar nicht. Mann. Ich glaube, da hatte ich auch damals mein erstes Bastardschwert her von dem vom Donnerhammer in der Schmiede. Ja. Haben wir sonst noch was? Nee, ne? Das war's. So, und verkaufen, was ihr zu verkaufen habt. Langschwerter kriegen wir los. 1145 kriegen wir jetzt insgesamt dafür. 41.445 cool. Haben wir jetzt. Oh. Oder vielleicht sogar 41.544 haben wir sogar. Krass! Wir sind ja so reich. Ja, das kann man aber laut sagen. Na, wo bleibt der Rest der Gruppe? Da ist er ja. Würde ich sagen, So, pass auf, warte, eine Sache habe ich noch. Ich muss noch ins Haus, ich muss noch nach Hause. Ja, komm, ich trage diese Schriftstücke inzwischen durch die halbe Menschheitsgeschichte. Was will ich denn damit? Was will ich denn? Oh, ich glaube, ich hatte noch irgendwo hier neue Schriftstücke. Wir haben übrigens noch eine ganz schöne Abladestelle hier, weil die soll ich die vielleicht mal leeren. Was meinst du mit ab? Wir haben noch jede Menge Pfeile, besondere Pfeile und noch ein. Das ist, glaube ich, die Mondklinge. Irgendwas haben wir hier auf jeden Fall noch. Ich glaube, das ist die Mondklinge. Ja, ich glaube, das ist wirklich die Mondklinge. Es könnte zumindest sein. So, rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. So, mal sehen, was wir noch so schön zu verkaufen haben. Also gar nicht mehr so viel. Und Stab des Frostes ist da noch drin. Genau, den meine ich. So, ja. So. Warte, ich habe noch Pfeilumdichtungen vor. Ach man, ey, haben wir einen Kack. Auch teilweise, wir haben ja echt teilweise auch Kacke. Wir haben hier zum Beispiel beißende Pfeile. Wir haben Pfeil der Durchbohrung und wir haben Bolzen plus 1. Ja. Okay, wollen wir? Jo. Dann können wir jetzt von mir aus noch für diese Session, auch wenn es jetzt schon ein bisschen spät ist, noch die Robe kaufen. Dann gehen wir nächste Session. Lass uns links rausgehen, oder? Wir haben jetzt gefragt, wo du hin willst, aber ich bin dir einfach mal gefolgt. Nächste Session machen wir dann die Mine klar. Ach ja, die Mine wird witzig, du. Das wird nochmal super. Wie das aussieht, wenn mein Zwerg hier durch die Gegend sprintet, das ist so gut. Bam, badam, bam, bam, badam. Dachchen.
Ich glaube, ich habe auch Stiefel. Ich habe Stiefel der Vermeidung. Oh. Irgendjemand fehlt von dir. Imoen fehlt von dir. Das war doch sowas von klar. Wenn einer fehlt, dann ist es immer Imoen. Das Tolle ist halt, wenn man jetzt die Meilenstiefel hat, dann ist die quasi sofort da. Zack. Aber ist nicht. Nö. Ich krieg die 7 Meilenstiefel. Wo haben wir eigentlich die ganzen anderen früher gefunden? Ich meine, bei uns hatte ja bei beiden jeder fast in der Gruppe so 7 Meilenstiefel. Ich weiß nicht. Man findet auf jeden Fall noch mehrere im Spiel. Ich weiß aber nicht genau wo und wann. Und manchmal hat man ja auch das Glück, dass ein Gegner zufällig welche dabei hat. So. Also wahrscheinlich sind das dann weniger Zufälle, als dass es vorprogrammiert ist. Aber es fühlt sich an wie ein Zufall. Das war ein schöner Zufall. Konnte, glaube ich, auch in irgendeinem Laden konnte man, glaube ich, auch welche kaufen, meine ich, ne? Mhm. Na, ist halt nur die Frage, wie sinnvoll das ist, wenn dann zwei Leute aus unserer Gruppe solche Dinger haben und der Rest immer noch nicht. Spart sich eigentlich durch die relativ wenig Zeit. Tja, eigentlich müsste man die verkaufen, wenn man richtig sinnvoll sein will, aber andererseits ist es natürlich praktisch, wenn du wirklich zwei, wenn du das den besten Kämpfern gibst, können die schnell zwischen, falls ihr dann in so einer Taktisch Gruppe ist es jetzt, natürlich besser mit so Dingern. Multiplayer, genau, im Multiplayer kann dann nämlich der beste Kämpfer ganz schnell Positionswechsel betreiben. Das ist natürlich toll. Oh Junge, jetzt kaufen wir echt diese Robe für 25.000. Ja, müssen sie ja nicht machen. Können doch, ich finde das schon wollen cool. Wir wollen ja hier eh noch hin, weil wir ja noch Tränke und so kaufen.